Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Godstrike. Wir haben im letzten Part da den Totengräber Sentiel lange bekämpft. Hab's aber dann trotzdem irgendwie hingekriegt und wir haben eine neue Fähigkeit. Der Fakt, dass nur noch eine zum Freischalten ist, heißt, dass morgen der Endboss kommt. Beschwört drei Speere, die auf den Gegner geschleudert werden. Okay, now we're talking. Also ich nehme sicher den Schild wieder mit. So. 3 Minuten 5. Von 5 Minuten 10 auf 3 Minuten 45. 25 Sekunden, 40 Sekunden, 55. Boah, 1,5 Minuten haben wir aufgegeben, du. Holy shit. Was habe ich hier bekommen? Du startest mit 30 Sekunden zusätzlich. Also ich nehme sicher mal wieder die hier mit. So. Feuerrad ist eigentlich schon sexy. Nehme ich die Feuerratte mit oder... Ich nehme die Feuerratte mit und auch mehr Zeit. Scheiß auf die mehr Seelen. Wobei, wenn ich so viele Fähigkeiten habe, bin ich froh, wenn ich mehr Seelen habe. Wir probieren es mal ohne die 30 Sekunden zusätzlich. So. Probieren wir es mal so. Ich bin gespannt, was überhaupt kommt. Ich weiß, es sind nur noch zwei Bosse, aber ich weiß nicht, wer die Bosse sind und was sie können. Ich habe nur geguckt, wie viele Bosse das Spiel hat. So. Doch ich kann nicht herrschen. Als Gott muss ich führen. Ein guter Herrscher sein. Eine Lichtgestalt, gerecht und edel. Auf der Suche nach Freiheit. Doch wo ein Herrscher ist, sind auch Diener. Es gibt nur einen Weg, wie ich der Freiheit dienen kann. Mhm. Coole Sache. Sindail. Okay, was kannst du? Du wirfst Speere, okay. Und dann machst du noch Nahkampfangriffe, okay. Du drehst ein bisschen durch, gut. Vier Phasen hat der Brasco. Oh, ich glaube, dann ist hier... Oh! Die hinten greifen auch generell an. Ich glaube, bei diesem Boss ist, ist das, die Attacke hier. Der Skill, wo ich die Feuerrate massiv erhöhe. Glaube ich, unnütz, habe ich das Gefühl. Weil der ist ja die ganze Zeit in Bewegung, der Kollege. Von daher... Habe ich getroffen? Weiß es gar nicht. Guck mal, machen wir den. So. Guck mal, zweite Phase. Ich will einfach mal gucken, ob ich überhaupt in die zweite Phase komme und so. Na, guck mal, Schild habe ich schon wieder. Ich will einfach gucken, was der alles so kann. Was kannst du alles, mein Freund? Mach mal so. Ja, nicht getroffen, ne? Das ist dann halt belastend. Was macht er sonst noch so? Oh, shit. Okay, ja. Hab dich verstanden, mein Freund. Boah, aber wenn ich das so machen kann, ist natürlich schon OP. Ich hab fast keine Zeit mehr, das ist das Problem. Geh mal ein bisschen näher ran da. Schade war's. Na komm, treffen, los! Ah, scheiße, ey. Oh, guck mal, im ersten Versuch in die dritte Phase gekommen. Okay. Nice. Geht er dann noch mehr durch? Oh, shit. Okay, da kann man ausweichen. Das ist okay, das geht. Okay, dann jetzt hat's mir erwischt. Aber ich gehe mal raus nochmal. Dann nehme ich mit Schild. Das hier. Die Mondspeere. Und ich glaube, dann ist klüger, wenn ich... hinterlässt einen Köder. Ich glaube, ich nehme den Teleportsprung nochmal mit. Ich glaube, das ist hier sicher nicht schlecht. Und dann hier... brauche ich eigentlich die Stachelsphäre nicht unbedingt für diesen Boss. Weil Geschosse, beziehungsweise... klar, ab und zu kann man was absorbieren, aber auch nicht so extrem wie auch. Dann mache ich das lieber so.
Dann habe ich 30 Sekunden zusätzlich. Dann nehme ich aber statt den Teleport, nehme ich, das wahre Ziel mit, sprich die, zielsuchenden Projektile. Ich glaube, das könnte funktionieren hier. So, Sindail. Du bist machbar. Ich bin im First Try in die dritte Phase gekommen, also... So verdammt schlecht habe ich es wohl nicht gemacht, ne? So, sammeln wir mal schön die Seelen ein, ne? Ja. Schießt du deinen Scheißdreck da ruhig. Mach mal den. Oh, nicht getroffen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht das Beste, wenn ich da diese Dinger mitnehme. Habe ich das Gefühl. Weil der bewegt sich halt die ganze Zeit, der Kollege hier. Das ist so ein bisschen sein Problem. Komm, geh mal ein bisschen näher. Mach mal den. Sehr gut. Aber wenn es halt trifft, die Dinger, dann macht es halt gut Damage. Das ist halt geil. Wenn ich treffe, diese drei Pfeile oder was auch immer, dann hauen sie rein, die Dinger. Oh, shit. Übertreibt man nicht hier. Okay, mach jetzt mal. Guck mal, das macht ja richtig gut Damage, wirklich. So, mach mal Schild und geh näher ran. Wunderbar. So ist super. So gefällt mir das. So gefällt mir das extrem gut. Na komm. Aber wir sind noch die Zielsuchenden. Vielleicht reicht es aus. Für die nächste Phase. Komm. Ja, 2 Minuten 15 noch Zeit und dritte Phase. Der Typ ist machbar. Im normalen Modus. Ich muss direkt den Schild aktivieren. Die Frage ist, was macht er jetzt? Ah ja, stimmt, da diese Sicheln oder was auch immer macht er. Okay. Nochmal so. Eine halbe Minute habe ich schon verloren, ey. Oh shit. Come on. Oh, ich habe nicht getroffen. Oh mein Gott. Warum habe ich nicht getroffen? How? Noch ein bisschen näher ran. So ist gut. Oh shit. Bisschen zu lange war ich dran. Ja, bisschen was hat getroffen. Das ist gut. Letzte Phase im zweiten Versuch. Holy shit. Okay. Was macht er jetzt? Okay. Komm. Ich hab den Schild aktiv. Geh ran. Oh nein, es wird alles kleiner. Okay. Machen wir das so, zielsuchend. Geh mal hier, Schild und auf die andere Seite. Ah! Aber es war ein mega guter Versuch. Mega guter Versuch. Wirklich. War super. Also wirklich. Ich bin selber überrascht, dass ich das jetzt gerade so gut gemacht habe. Und es wäre noch besser gegangen, hätte ich meine Fähigkeiten auch getroffen. Da vor allem die drei scheiß Projektile da. Komm schon. Muss doch nur ein bisschen treffen. Komm. Ja. So zum Beispiel. Das war jetzt nicht so gut. Das ist in Ordnung. Komm schon. Oh, getroffen. Sehr schön. Mal hier. Ja, es ist schon jetzt ein schlechterer Versuch als vorhin. Gefühlt. Oh Gott, was macht er jetzt? Aha. Sehr schön. Geh mal ein bisschen näher ran. Komm. Alter, beweg dich mal nicht so. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Machen wir die Zielführenden, das müsste dann eigentlich reichen im Normalfall, oder? Ja. Ja, war jetzt nicht so sauber wie vorhin diese erste Phase. Sehr gut. Komm schon. Genug Abstand bitte. Ah, shit, ich hab nur noch 1 Minute 52. Ist jetzt nicht so verdammt viel, wenn wir ehrlich sind. Ist jetzt nicht so verdammt viel. Aber ich hab die wieder. Ja, hat jetzt, glaube ich, nur einer getroffen von drei.
Beziehungsweise es hat so ausgesehen. Hoppala. Alter, scheiße. Mach mal so. Nein, da wurde jetzt ein paar Mal getroffen, ey. Komm. Dritte Phase. Ja, ist ein schlechterer Versuch als vorhin. Aber ist okay. Ist okay. Wir sind ja erst 10 Minuten dran. Die dritte Phase ist, glaube ich, nicht so verdammt krass wie die anderen, habe ich das. Also wie die, zum Beispiel die zweite, habe ich das Gefühl. Klar, der wirft da seine scheiß Sicheln, aber die kann man ja dodgen. Oh Gott. Man sollte dann halt auch alles ein bisschen dodgen, ne? Come on. Oh Gott. Nein, alle haben verfehlt. Alle drei. Ach, leck mich doch. Come on. Come on, komm schon, komm schon. Nicht treffen lassen. Wieder keiner getroffen. Oh shit. Das war aber okay. Komm schon. Ah. Komm schon. Ah, schade. Schade, schade. Ich wäre fast wieder in die letzte Phase gekommen. Die dritte Phase ist aber extrem. Also die finde ich einfacher als die ersten zwei Phasen. Warum auch immer. Keine Ahnung wieso. Komm, mein Freund. Lass dich, lass ein bisschen paar Seelen mehr fallen, bitte. Ja, das ist okay, komm. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Blödes Arschloch, du. Ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ran da. Sehr gut. Haben wir noch ein bisschen die Zielsuchenden. Und da sind wir in der dritten Phase. Einmal getroffen worden. Ist okay. Ist völlig okay. Oh, jetzt direkt zum Start getroffen. Oh, ja, das war jetzt ein bisschen vorschnell. Den aktivierten Schild da. Da war ich ein bisschen zu vorschnell. Hoppala. Komm schon. Jetzt macht er dann wieder den... Nee, jetzt macht er nicht den Sprung. Ja, Mann. Mach da deinen komischen Sprung da. Ja, dann kann ich nämlich... Ah, shit. Gehe ich das halt so mit dem Schild ein bisschen näher ran. Auch noch den hier. Ja, der hat nicht schlecht getroffen. Ja. Ja, es war jetzt ein bisschen vorschnell, dass ich direkt wieder alles aktiviert habe. Aber ist okay. Wie viel Zeit? 2 Minuten. Okay. Für die dritte Phase. Nicht getroffen. Wow. Oh, come on. Ja, jetzt wurde ich getroffen. Scheiße. Ist kacke. Aber er hat noch Zeit. Also, es wäre natürlich geil, wenn ich über 1 Minute Zeit hätte für... Alter, warum treffe ich jetzt wieder nicht? Ja, so viel zu über 1 Minute. Manchmal ist das Aim wieder gefühlt ganz anders als sonst. Komm jetzt, schieß. Komm schon. Lass mich in die letzte Phase. Come on. Aua. Kannst du mich trotzdem in die letzte Phase lassen? Okay. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Mal gucken. Okay. Das geht noch. Bin wieder nicht getroffen mit den Dingern da. Ja, 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 komm. Hau drauf auf ihn. Hau volle Pulle drauf. Nein, da hat er mich erwischt. Scheiße. Ah. Aber das ist okay. Ich meine, die Fähigkeiten, die ich dabei habe, die sind super. Die werden mir sicher helfen. Das Problem ist, der Typ bewegt sich wie so ein Hyperaktiver die ganze Zeit. Da ist es nicht einfach mit dem Aim. Jetzt schießt er wieder da seinen Scheißdreck. Komm. Ah, scheiße. Eigentlich dürfte ich in der Phase nicht getroffen werden. Sehr gut. Komm schon. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Mach den Damage. Ja. Das ist sehr gut. Alles wieder einsammeln. Komm. Shit. Come on. Ja.
Ja, ein bisschen zu viel getroffen worden. Oder sagen wir, maximal einmal darf es in der Phase getroffen werden. Ja, ist auch guter Damage. Kannst du mal deinen Sprung da machen? Ja? Oh, shit. Mach mal den, komm. Ja, ist sehr gut. Ist sehr gut. Wurde aber wieder getroffen. Scheiße. Noch die Zielführenden. Zielsuchenden, Entschuldigung. Oh boy. Direkt nochmal die Zielsuchenden. Und dann müsste ich in der dritten Phase sein. So ist es. Wenn ich jetzt die in 46 Sekunden hinkriege, habe ich eine Minute für die letzte Phase. Das wäre natürlich bombastisch. Boah, guter Treffer. Komm schon. Ja, das ist guter Damage. Da bin ich zufrieden mit. Zielsuchende. Okay. Immer noch ein bisschen die Sachen holen. Oh, Glück gehabt. Ja, da muss ich den machen. Ja, scheiße, nur noch 55 Sekunden. Nicht so optimal. Aber immer noch machbar, alles. Ah! Ja, jetzt ist es natürlich direkt schwieriger geworden. Machen wir wieder die Zielsuchenden. Dann müsste ich ihn dann bald mal haben. Da kann ich wenigstens ein, zwei Mal getroffen werden. Komm schon. Wo schießt denn du wieder hin? Hey! Ich kann die Maus bewegen, da passiert teilweise gar nichts. Das ist doch bescheuert, ey, wirklich. Ja, jetzt darf er nicht mehr getroffen werden. Das ist kacke. Machen wir vielleicht noch so. Ja, Schild aktivieren, alles einsammeln. So. Nicht getroffen, schade. Oh boy. Ah, ich konnte nicht mehr ausweichen. Das ist böse, wenn er da wirklich fast den ganzen Ring sozusagen besetzt mit seinen Sicheln und dann kommen die an, da kannst du nicht nach hinten ausweichen. Das ist dann halt mega kacke. Kannst du mal bitte jetzt die Seelen droppen? Ja, thank fuck for that. Aha, okay. Na los. Ich hab noch keine Fähigkeit frei. Jetzt aber. So, hau drauf. Ja, ist okay. Oh, bisschen bewegen. Gut. Ja, shit. Ja, komm, verfolg mich ruhig. Ist okay. Komm, komm, komm. Ich brauche mein Schild noch gar nicht. Wurde noch nicht einmal getroffen, oder? Kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, so viel dazu. Machen wir den hier noch schnell. Ah, cool. Zwei Stück haben getroffen. Boah, wenn der alle drei trifft, das macht schon geil Damage. Das muss man sagen. Ja, ziele ich wieder völlig in die Pampa raus. So. Aber den Schild habe ich noch gar nicht gebraucht. Komischerweise. Ja, komm, das ist jetzt gute Position. Ja, guck mal, der Damage, du. Jetzt brauche ich den Schild, ja. Komm her. Na los. Alles wieder schön einsammeln. Mach mal die Zielsuchenden. Ja gut, mach mal den hier noch. Oh shit, gar keinen getroffen. Nicht gut. Mama hat nochmal die Zielsuchenden. Okay, ja. Dritte Phase, 2 Minuten noch. 45 Sekunden kann ich hier wahrscheinlich bestenfalls verbrauchen. Ja, super. Direkt wieder Zeit verloren. Geh mal ein bisschen näher ran hier. Das war gut. Das war noch. Ja, aber viel Damage habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht, ne? Oh! Jetzt hat er mal gut gedodged. Jetzt hat er gut gedodged. Das muss man ihm lassen. Der hat gut gedodged. Hier mal einsammeln das Zeug. Komm. Oh ja. Der Damage war in Ordnung. Muss ich aber nur noch treffen hier. Komm. Kannst du bitte treffen? Der hat ja gar nichts getroffen und das sind zielsuchende Objekte. Okay, das hat wenigstens ein bisschen getroffen. So viel zu den 45 Sekunden. Obwohl ich nicht getroffen wurde, brauche ich trotzdem verdammt lang für die Phase hier.
Komm schon. Kann doch wohl nicht sein hier. Machen wir es halt so, komm. Die Zielsuchenden, let's go. Na los. Kannst du dich jetzt treffen? Das sind 36 Sekunden. Okay. Wenn ich den Versuch jetzt nicht schaffe, dann mache ich den leichten Modus. So, komm jetzt, bitte treffen. Ja, perfekt. Gar nichts. Fuck all habe ich getroffen. Ja, komm. Das ist okay. So, jetzt darf ich nicht mehr getroffen werden. Komm schon. Ja, das ist... Ah, schade. Ich komme immer so in die letzte Phase und krieg ihm die Hälfte weg. Aber mehr nicht. Mehr liegt irgendwie nicht drin, gefühlt. Mehr liegt nicht drin. Oh shit. Hallo, aim! Alter, also die Hälfte der Zeit reagiert die Maus gefühlt gar nicht. Ist echt makaber. Ja, okay. Mach mal die Zielsuchenden. Ich will die Phase so schnell wie möglich erledigen, bitte. Perfekt, du Trottel, ey. Gar nichts hast du getroffen. Scheiße hast du getroffen. Ja, jetzt wurde wieder getroffen. Ist toll. Komm schon. Hau drauf. Alter, bist du bescheuert, du. Okay. Phase Numero dos. 3 Minuten habe ich noch Zeit, okay. Ja, guter Treffer. Ist auch nicht schlecht, der Damage gewesen. Ist okay, also völlig okay. Hier, ah shit, zu spät. Beziehungsweise zu langsam. Ja, du weißt nicht so krass, aber... Guck mal, mein Damage ist okay. Richtig okay hier. Machen wir den nochmal. Ja, nochmal die Zielsuchenden. Ah, shit, jetzt machen wir schnell den Schild. Das Zeug einzusammeln. Okay. 2 Minuten 17. Das ist... direkt immer am Anfang getroffen werden. So belastend. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein, ich hab den Schild nicht. Ja, leck mich doch am Arsch. Das ist gar nicht geil. Aber der Damage war geil. Na komm. Oh shit. Ja, komm, komm. Warum ey! Warum hat das jetzt gar nicht getroffen? Das ist ja volle Pulle in ihn rein. What the fuck? Sag mal, willst du mich eigentlich volle Kanne verarschen? Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Hallo, treffen. Also, ich weiß nicht, was ich sonst so machen soll, ne? Mehr als treffen kann ich ihn ja auch nicht. So, letzte Phase. 45 Sekunden. Das ist machbar. Muss mich aber direkt bewegen zum Start. So, ja. Werde trotzdem getroffen. Aber das war gut. Guter Damage. Haben wir noch die Zielsuchenden. So. Ja, sehr gut. Direkt nochmal den hier. Ja, das ist okay. Ah, scheiße. Schild. 10 Sekunden nur noch. Not good, not good. Oh shit. Mach mal so. Oh Gott. Darf nicht mehr getroffen werden. Komm schon, sammelt irgendwas ein. Irgendwas. Mach irgendwas. Und treffen musst du auch, Mann. Blöde Kuh. Okay, ich hab ein Schild. Okay. Komm, voll aufs Ganze. Komm, 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 komm. Yes, baby. First try im leichten Modus. Also so leicht ist es ja auch nicht, aber we got him. We got the bitch. Phantomstreich und Leere kriegen wir. 6 Minuten 10 für den Endboss. Okay. Ja, das ist dann morgen eine Sache, ne? Für heute ist erstmal Schlussikowski. Ich bedanke mich beim Zuschauen, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben.
Tschüss.